My name is Eyal Yanilov. I'm head instructor of KMG, Krav Maga Global. And we are active in 60 countries all over the world, all the continents, except Antarctica. And I started when I was about 15 to train Krav Maga. And during the years, I became somewhere in the top of the system. Yes. The idea of the system is to prevent, avoid, de-escalate violent confrontations, and if not, deal with them. And we have self-defense, we have combat and fighting, and we have third-party protection. You need to win. That's the idea. In training, it's win-win. I got better, you got better, if we are partners. And in reality, it's win-lose. I need to win. The enemy, the aggressor, the attacker, the terrorist, the ex-husband of my current girlfriend, this person needs to lose if he's violent to me. That's the idea. Sometimes it's about defending and running away. Sometimes it's extremely strong attacks with weapons and with tools and whatever is needed to eliminate the ability of the attacker to attack one more time. You need to go in the channel between the two of them. And this you do, let's do it from here for a moment, by doing this one. First of all, this was the first thing. You deflected the pistol. Pistol passed the two heads. Ich bin Daniel, ich mache seit 5 Jahren Krav Maga, normalerweise in der Nähe von Hamburg und bin heute hier nach Nürnberg oder in der Nähe von Nürnberg gekommen, um an dem Seminar teilzunehmen, weil ja auch er dabei ist, der Head Instructor der KMG. Ja, wir haben heute Morgen auch ein bisschen im Bus geübt, im öffentlichen Verkehrsmittel sich zu verteidigen. Da merkt man doch, dass man durch die räumlichen Gegebenheiten ganz schön eingeschränkt ist, aber die Instruktoren haben uns doch einige Tipps an die Hand gegeben, mit denen man sich, glaube ich, ganz gut in solchen Situationen verteidigen kann. Ich arbeite in der Justiz als Strafrichter. Mein Name ist Matthias Bürgner. Ich bin seit 2005 ausgebildeter Krav Maga Instructor. Und ich wollte immer Selbstverteidigung machen und habe in Krav Maga eigentlich das System gefunden, das mich glücklich macht und meine Ansprüche erfüllt. Ja. Ich mache Krav Maga in der KMG. Krav Maga Global, das ist der größte Verband auf der Welt, ja, wenn es um Krav Maga geht. Und Eyal Yanilov ist der Head Coach davon und das war der Grund für mich, dieser Organisation beizutreten, weil sie die professionellste aus meiner Sicht ist, die es auf der Welt gibt. Krav Maga ist kein Sport, keine Kampfkunst, sondern es geht hier ausschließlich um den reinen Selbstschutz. Ja? Es ist ein Selbstschutzsystem, Selbstverteidigungssystem und einzig und allein um das geht es in dem System. Krav Maga ist ein sehr, sehr einzigartiges System. Ein großes Kennzeichen oder Merkmal von Krav Maga ist, dass wir in alltäglichen Umgebungen trainieren. Und deswegen war es naheliegend, dass wir zum Beispiel heute in dem Seminar, in dem Kurs, im Bus trainiert haben. Ja? Und natürlich auch die Themen, die es aktuell gibt, Amokläufe, ja? Mehr als nur aktuell. Und dementsprechend war es für uns schon fast an der Pflicht, ja, dieses Thema aufzugreifen und umzusetzen. Ja? Ich bin in Deutschland für Krav Maga zuständig. Ich bin das Bindeglied zwischen Israel und den deutschen Instruktoren. Und dementsprechend kümmere ich mich natürlich auch um diese Events. Und das war auch der Grund, warum das Ganze in Adelsdorf stattgefunden hat, weil ich hier wohne. Ja. Und der nächste Kurs wird bald wieder stattfinden, spätestens aber im Herbst. Ja. Im Sommer werden die nächsten Kurse kommen und da freuen wir uns schon drauf. Die Kurse, ja, wir nennen das Szenario-Training, ja, in alltäglichen Umgebungen, hat angefangen 2008 mit Crosstown. Ja, da haben wir im Hallenbad trainiert, in engen Räumlichkeiten, in Clubs, in Bars, ja, in Treppenhäusern und natürlich auch im Bus und in Fahrzeugen, wie wir es täglich benutzen, im Auto. Was natürlich auch ein Grund ist für die Einzigartigkeit, ist die Anzahl der Teilnehmer, die wir da erreichen. Ja. Es kommen auch nicht nur aus ganz Deutschland Teilnehmer, aus Köln, Hamburg, München, Dresden, Leipzig, sondern auch aus dem nahen Ausland, wie der Schweiz, Tschechien und Polen. Und was mich sehr stolz macht, heute haben wir jemanden dabei aus Korea, ja, der den weiten Weg gemacht hat, hierher zu kommen. Ich bin die Anne-Sophie. Ich bin Grafikdesignerin und Fotografin von Beruf. Und ich bin heute zu dem Seminar gekommen, weil ich ganz regulär Krav Maga trainiere und wollte heute einen bestimmten Schwerpunkt nochmal setzen und nochmal alles, was ich so gelernt habe, intensivieren.